Ich überlege gerade, wie sehr mein Tisch das alles überleben wird. Über die Brücke. Los, los, los. So, Waffe tauschen. Boom. Tschüss. 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 Du da unten bist immer noch sauer. Und ich verzieh leider. Irgendwann muss deine Munition noch leer sein. Danke. So. Nicht den Kopf verlieren. Harry hat einen Witz gemacht. So. Noch ein Kopf weniger. So. Auf ein neues. Wie so einige Male. Oder erstmal hier Werbung anschauen. Schauen wir uns doch mal die Werbung an. Red or Shit Models. Also nicht Shit, sondern ich weiß nicht, wie man das genau ausspricht. Orchid? Vielleicht? Rote Orchidee. Sieht auf jeden Fall schön aus. Ich meine, sowas sind eigentlich auch Sachen, die man in solchen Spielen zum Beispiel, die leider irgendwo sehr linear sind, was nicht Schlechtes sein muss, dann allerdings auch sehr schnell übersieht. Weil man halt hier die ganze Zeit mit der Action zu tun hat. Und man einfach nicht, sag ich mal, sich die Zeit nehmen kann, auf sowas zu achten. Ich meine, okay, das ist jetzt nicht weltbewegend, das ist nur Kulisse, das ist mir bewusst. Aber trotzdem. So, wo ist die M4? Da ist die M4. Ist da jetzt mehr drin? Nein. Durchhalten, nicht gut. Hier nehme ich noch eine andere Waffe. So, ich nehme... Munition ist wichtig, das weiß ich jetzt schon im nächsten Raum, weil da flackert es gleich und da kommen gleich wieder die Dicken. Ah, oh, das wird mich wieder so nerven. Oh. Ach, auf einmal sind die jetzt schon durch. Nix da. Oh Mann, plötzlich ist hier die ganze Action einfach nicht mehr da. So, rüberspringen. So, mit der Munition, die ich hier jetzt schon bekommen habe, der da vorne, ach so, den habe ich ja schon längst umgeholzt. Ach, halt doch mal die Fresse. Moment, ich komm von hinten. So. Spielen wir mal etwas mit dem Föhn. So. Komm ich, nee, ich komm so nicht an den dran. Oh Mann. Der hätte mich allerdings schon eher wegholzen können. So, und da gibt es einfach Probleme mit dem Licht und das hier geht zu. So, das heißt, ich will eigentlich mir eine andere Waffe holen. Ich nehme besser mal die Schrotflinte mit. Die haben hier ja sowieso auch noch Munition dafür. So. Weil gleich kommen die Dicken, wie gesagt, und die werden kein Spaß sein. So, ich habe leider keine Granaten, dafür habe ich zwei Schrotflinten. Sollte man eigentlich auch nicht machen. Was zum Teufel? Ein schwerer Trooper! Scheiße, wo bist du? Kann das ein Wind sein? Was? Was? Wieso? Wieso bewegt sich diese Skulptur? Still, verdammt! Was zum Geier ist hier los? Ich sag doch, ich bin dran! Was? Jetzt ist der da? Hat der Walker gerade ein paar Probleme? Wieso kann der... Hab dich, du Hurensohn. Was? Was? Ich hab... Diese Situation war echt... Was? Die war einfach komisch. Die war abnormal. Ich glaube, Walker hat da halluziniert. Was anderes kann ich mir dafür nicht vorstellen. Denn selbst hier diese... Diese Figuren... Die haben sich ja bewegt. Der eine ist von links nach rechts gegangen. Ich glaube hier in die Ecke. Und der Typ hat sich ja immer in der Bewegung. Also der war ja plötzlich dann woanders. Oh Mann. Oh Mann. Das ist Stress. Aber sowas hat man in wenigen Spielen. Aber naja, man muss es halt auch entsprechend erklären können. Und vielleicht kommt ja noch eine Erklärung. Euch alle das Leben kostet. Schaut mal bei ihnen vorbei und bedankt euch. Mann, mir reicht's von dem Kerl. Was meinst
weißt du, von wo es endet? Ich weiß nicht. Wir hören ihn, seit wir durch die Sturmbahn kamen. Wieso? Wenn wir die Stadt nicht gleich evakuieren, verdursten hier alle. Ich denke, mit seinem Sender könnten wir das bekannt machen. Wir müssen nur herausfinden, von wo er sendet. Dass die Leute alle verdursten, ich glaube, darauf kommen die Leute schon selber. Und wer dafür verantwortlich ist, dass alle am Verdursten sind? Ja, das sollte doch auch bekannt sein. So, sind da jetzt Lugo und Adams, oder? Nein, das ist Rot. Also ist Rot böse. So. Genau, bleib liegen. Verdammt. Alles klar. Danke. Klick, klack, klick, klack. Alles wieder voll. Für den Fernkampf bin ich jetzt zwar gar nicht zu gebrauchen, dafür aber für den Nahkampf. Aber ich wechsle besser doch mal die Waffe, sonst ist es echt scheiße. Ich glaube, da fahre ich jetzt besser mit der M4A1. Dafür ist nämlich mehr Munition da. Und Munition ist wichtig und wir haben einen Kontrollpunkt erreicht. Yeah, bitches. So, und bevor ich da runtergehe, schaue ich mich erstmal wieder um. Das sieht komisch aus. Und komisch heißt in diesem Fall nicht mein Geschmack. Das sieht schon eleganter aus. Aber das... Den Sand... Wegen dem Sand kann... Ach nee, das ist abgerissen. Oder es weht durch den Sand. Es weht, glaube ich, durch den Sand. Da kann man leider nicht lesen, was das genau heißt. Und das da oben kann ich nicht lesen. Ich kann kein Arabisch? Fragezeichen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall muss ich jetzt nach da hinten. Und dort ist, würde ich jetzt mal sagen... Ein Geschützturm. Und was haben wir hier? April. Ex. ST. Exist? Maybe. Explore. Na gut. Ist auch alles sehr heruntergekommen. Yay! Wir rutschen. Und die ganze Ballerei geht weiter. Mein Gott, wieso? Jetzt macht die Maus wieder das nicht. Ihr habt es gerade gesehen, dass so plumpe, ja, was heißt plumpe, so abrupte Bewegungen gemacht wurden. So, Kuva-Granate. Das ist eine Haftgranate, die kann ich mir erstmal versuchen an den Kopf zu werfen. Hat nicht geklappt. Hat sie ihn weggehauen? Nein. Na, da haut ihn das weg. Nee, doch nicht. So, ein bisschen höher und dann funktioniert das. Oh ja, die hat er. Oh, da habe ich jetzt Sand getroffen. Das wollte ich nicht. Tut mir leid, dass ich gerade etwas wenig sage. Es hat aber einfach etwas damit zu tun, dass ich jetzt gerade noch keine Taschentücher hier habe. Und so lang geht es noch. Und ich hoffe, vom Kommentarstick jetzt auch noch. Ich würde auf meiner Position bleiben. Das wissen die anderen doch gleich, wo du bist. Ich meine, das willst du doch nicht. Lass die anderen fest, oder was? Hättest du nicht von mir gedacht, was? Okay. Das heißt, man rechnet bereits oben mit mir. Es ist nur die Frage, wer dann da... Was ist das überhaupt für eine Statue? Das muss ich mir jetzt eben mal anschauen. Legions of... Was? Krakatoa. Okay. Der sieht eigentlich so wie ein Ork aus eher. Hätte ich jetzt gesagt. Nur dafür fehlt die Farbe. Und irgendwie die Aufmachung erinnert mich irgendwie an Warhammer 40k. Beziehungsweise Warhammer allgemein. Wow, wow, wow. Wieso komme ich da jetzt nicht wieder dran vorbei? Ach. Ich habe doch gewusst, dass von oben dann natürlich Leute sind, aber dass die dann... Ach. Ich habe irgendwie ein Talent dafür, mich schlecht zu positionieren. Na, die... Was soll das wieder? Ach, meine... Ich bin doch eigentlich... Das ist immer noch die MMO7. Ich war eigentlich die ganze Zeit zufrieden mit dem Ding. Ich weiß jetzt nicht, ob mit den Kontakten irgendetwas ist, ob ich die einfach, sag ich mal, neu anschließen muss oder so. Aber, was? Ja, okay. Ach so, ablenken. Gut. So. Schön durchgetackert. Viel Spaß damit. Und dort ist auch einer.
Ach so. Du bist zum anderen gelaufen. Das ist ja nett. Wunderbar. Und der hat jetzt quasi den Soldaten begraben. Ich werde auf meiner Position bleiben. Das wissen die anderen doch gleich, wo du bist. Ich meine, das willst du doch nicht. Dass die anderen wissen, wo du bist. Hättest du nicht von mir gedacht, ich kann das Ding nicht als Deckung benutzen. Das nervt mich. Okay, und er hat gut was ausgehalten. Ich weiß aber von gerade, dass da oben zwei waren. Genau dich meine ich. Wunderbar. So, die haben jetzt den riesigen Vorteil, wenn die noch mehr wären. Aber das geht ja noch. Hier ist ja anscheinend keiner mehr. Dann flick ihn doch einfach wieder zu... Das ist Absicht. Durchhalten, Mann. Du kannst erwachsen. Oh Mann. Okay. Ich stelle ihn auf die Füße. Danke, Mann. Ich glaube, das waren alle. Kein Problem. Interessant. So, und jetzt geht's direkt weiter, weil hier ein Helikopter kommt, oder was? Man hört das endlich auf. Es wird nie aufhören. Jungs, geht mir richtig ums Herz. Aber es geschieht euch recht, ihr Hunde. Warte, hier ist eine ohne Deckung. Wir sind schwer unter Beschuss. Okay, ich habe wieder zu spät geschaltet. Ich muss das Ding benutzen. Ah. Komm. Nicht verrecken. Geh doch in die Dicke. Wieso ist der nicht dran gegangen? Verdammte Scheiße. Oh, irgendwann kriege ich hier noch eine Delle in meine Arbeitsfläche und die kann ich gar nicht gebrauchen. Ah. Ich will mich da mit der Maus nicht rausreden. Ich meine, an gewissen Stellen kriegt ihr das ja vielleicht sogar mit. Weil, ich meine, okay, ihr könnt meine Hand jetzt nicht sehen, oder? Geh doch endlich dran, mein Gott. So. Da, wieso geht er jetzt nach oben rechts? Oder sollte ich da hin, damit er mich aufmerksam macht darauf, dass da so ein Typ dran kommt? Oh, ich muss... Ich reg mich über viel zu viele Sachen auf. Die es eigentlich natürlich gar nicht wert wären, dass ich mich darüber aufrege. So, wenn der jetzt gleich wieder nach da oben hin fokussiert, dann weiß ich ja, woran das liegt. Nee, der fokussiert dann nicht drin, aber okay. Kann ich den die Deckung irgendwie wegschießen? Wenn ich wüsste, wo ihr seid. Wo seid ihr? Ihr seid da. Dafür muss ich aber aufstehen. So. Diese Explosion, die sieht so nach nichts aus. So. Kann ich bei denen... Ah, da kann ich eigentlich auch was kaputt schießen. Nur ich habe keine Lust, mich denen zu zeigen. Das ist nicht ganz so gesund. So, kaputt. Mein Gott. Hört auf mich zu schießen. Ihr mögt mich nicht, ich mag euch auch nicht. Können wir es nicht dabei belassen? So, ach, wenn ich direkt drauf schieße, dann kann ich das kaputt machen. Danke. So, das geht auch. Jetzt werde ich wieder beschossen. Nee, das ist Lugo und Adams. Die sollte ich nicht abschießen. Okay. Wir sind wieder da unten. Wir haben wieder eine fucking Rakete. Oh Mann. Und schon wieder ein Typen da oben. Los, verschwinde. Meine Deckung ist hinüber. Ah, da kommt wieder so ein Typ mit einer Rakete. Nix da. So, kommt er jetzt endlich runter? Oh Mann. Genau, geht endlich runter. Ihr seid Feinde. Beziehungsweise nicht unsere Freunde und... Oh, das sind Lugo und Adams.
Die Hitze des Gefechtes, im wahrsten Sinne des Wortes. Leute, schaut euch die Hitze an, die hier gerade ist. Nicht nur die Hitze der Sonne. Böse, böse, ihr müsst weg. Heck, meck, alles weg. Das Ding kann ich nicht kaputt schießen, aber okay. Noch tiefer kann ich leider nicht. Deshalb muss ich warten, bis die hochgelaufen sind. Da kommen wieder zwei neue Spielkameraden. Nichts da. Meine Fresse. Das ist eine komische Session hier. Ach so, die kommen jetzt von dort. Okay. Ein Ding. Der Dicke. Juhu. Wie viele von den Typen haben die eigentlich stationiert? So, das war's mit dem. Bist du auch ein Dicker, ne? Ach ja, mein Gott. Mein Gott. Einfach wiederbeleben ist okay. Ich kümmere mich hier um die Leute. So. Noch mehr und noch mehr. Hauptsache runterschießen. Ja, ich gebe dir Feuerschutz. Ist alles klar. Ich weiß weder, ob ich hier alles mitbekomme, noch ob ihr in den Let's Play dann selber alles mitbekommt. Es ist... Oh Gott. Auch die Musik, die gerade läuft. Na gut. Entschuldigung. Ah, da, das meine ich. Was macht die Maus da? Ich bewege die Maus. Es passiert nichts. Was zum... Warum? Super. Ich weiß nicht, was das soll. Oh. Ich war damit jetzt fast durch mit dieser Szene, glaube ich. Und jetzt muss ich die nochmal von Anfang an machen, weil meine Kackmaus nicht mehr reagiert. Fick dich, Mann.